Hallöchen, ihr Lieben, und einen wunderschönen guten Morgen, einen sonnigen Morgen heute endlich mal aus Deutschland, und zwar aus Brandenburg. Ich bin ja hier, um noch das Haus zu räumen und um alles zu verkaufen und dann letztendlich richtig zu gehen. Und hatte da auf der Herfahrt, also ich bin jetzt schon 2-3 Tage hier, aber ich hatte auf der Herfahrt also unglaublich im Radio gehört, dass jetzt die Künstler, Musiker und Bands eben dazu aufrufen, dass wir uns impfen lassen sollen, oder also ja, dass sich alle impfen lassen sollen, dass wieder Konzerte stattfinden können und dass wir wieder alle zusammen feiern können. Ich fand das unglaublich, weil ich denke mir, das sind Künstler, haben die bitte schön eine fundierte medizinische Ausbildung, dass die mir als Mensch, als Fan vielleicht, keine Ahnung, sagen können, komm, wir wollen wieder feiern, ich möchte wieder Geld verdienen, ich möchte wieder auf der Bühne stehen, lass dich impfen, dass wir das alles wieder machen können. Frage ich mich, wie kommen die dazu, diese Menschen, es sind ja nur ein paar mehr, mir zu sagen, dass ich ein verschreibungspflichtiges Medikament mir injizieren lassen soll, nur damit ich wieder feiern gehen kann. Also es gibt Nebenwirkungen, es gibt Wirkungen, ganz klar. Egal in welcher Art und Weise, da kenne ich mich auch nicht aus. Ich bin auch bloß ein Mensch. Ich habe mich halt ein bisschen damit beschäftigt, was ich mache, was ich nicht mache. Aber ich denke, das ist meine eigene, meine freie Entscheidung, was ich mache, ob ich es mache, ob ich es nicht mache, ist völlig nebensächlich. Ob du es machst, ob du es nicht machst, ist mir letztendlich oder sollte mir egal sein, kann mir egal sein. Ich kann mir doch nicht rausnehmen, dir zu sagen, dass du dich impfen lassen sollst, damit wir wieder beide zusammen einen Kaffee trinken gehen können oder Sonstiges. Also wie gesagt, das gibt immer Wirkungen und auch Nebenwirkungen bei einem Medikament, beim verschreibungspflichtigen Medikament. Ich denke, da muss sich jeder selbst mit beschäftigen. Und ich fand das unglaublich anmaßend, dass ein Künstler ohne medizinische Ausbildung mir das sagt, dass ich das machen soll. Also unfassbar. Da habe ich mich so tierisch aufgeregt, dass ich mich gar nicht mehr einbekommen habe. Und ich hatte, muss ich dazu sagen, ich bin auch allein im Auto gefahren. Ich hatte meine Kinder nicht im Auto. Und dann wird man ja auch nicht abgelenkt, sondern hängt in seiner Spirale da drin. Jetzt möchte ich mich aber nicht weiter darüber aufregen, sondern ich möchte dir sagen, wie ich da wieder rausgekommen bin. Weil da wird sicherlich jeder drinne hängen, egal in welcher Form, ob er nun geimpft ist oder nicht geimpft ist. Das ist völlig nebensächlich. Jeder beschäftigt sich mit diesem Schlamm sozusagen oder wird da reingestopft. Und um dich da wieder rauszuholen, möchte ich dir gerne sagen, wie ich mich da wieder rausgeholt habe. Sonst glaube ich, weiß ich nicht, ob man da nicht irgendwann sich einliefern lassen kann. Jedenfalls sage ich mir schon seit vielen, vielen Jahren, jeden Morgen im Bett oder auch so zwischendrin oder in solchen Situationen, vier Dinge. Und zwar sage ich mir, ich bin gesund, ich bin erfolgreich, ich bin glücklich und ich bin reich. Am Anfang habe ich mir das so ein bisschen einreden müssen sozusagen. Da habe ich das erstmal nur ausprobiert, diese Technik. Und jetzt ist das aber schon so gefestigt nach diesen Jahren. Und wie gesagt, ich mache das jeden Morgen und jeden Abend, wenn ich im Bett liege, einfach nur noch mal so durchgehen für mich. Weil gesund bin ich, ich fühle mich gesund. Der Arzt, wenn ich mal ein Blutbild machen lasse, sagt auch nichts anderes. Also es kommt ja auch aufs eigene Gefühl natürlich drauf an. Also da bin ich absolut bei mir. Da habe ich mich schon immer so gefühlt. Ich hatte auch noch nie eine Operation oder irgendwelche Knochenbrüche oder irgendwelche Krankheiten. Von daher bin ich einfach gut gesegnet, wobei ich das auch dafür sorge. Ich ernähre mich vernünftig, denke die meiste Zeit vernünftig und bin in der Natur viel. Also ich denke, das macht natürlich auch viel aus. Ich bin erfolgreich, ich bin gesund, ich bin erfolgreich. Denke ich, bin ich absolut schon alleine, weil ich meine Beziehung so halberwegs gut am Laufen halte, weil meine Kinder glücklich sind, weil ich glücklich bin. Das macht für mich Erfolg aus, dass ich eben ja einfach das mache, was ich machen möchte, was ich gerne mache. Das ist für mich Erfolg. Und wenn man was gerne macht, denke ich auch, wird man damit erfolgreich. Na, also das fühle ich auch absolut.
Ich bin gesund, ich bin erfolgreich, ich bin glücklich, das bin ich total, weil diese zwei anderen Dinge schon eine große Rolle spielen. Natürlich spielt die Arbeit eine große Rolle in unserem Leben. Das sind halt viele Stunden. Die Freizeit, wenn man sich die auch noch glücklich gestaltet oder nach seinem eigenen Ermessen und nach seinen eigenen Wünschen, denke ich, ist da auch jeder absolut glücklich oder kann abends glücklich ins Bett gehen. Wenn du nur ein, zwei kleine Dinge am Tag machst, die dich glücklich machen, ja, natürlich kann man dann sagen, okay, abends, ich gehe glücklich ins Bett. Also das bin ich absolut, nicht rund um die Uhr, überhaupt gar keine Frage, aber der größte Teil davon ist definitiv ein glückliches Leben, was ich sagen kann, von mir, von meinem Leben. Und reich bin ich schon alleine. Mein Gott, wir haben jeden Tag Essen auf dem Tisch, wir haben ein Auto zum Fahren. Das ist ja schon nicht mehr Reichtum, das ist ja schon Luxus pur. Ich habe eine tolle Lehrerin für meine Kinder, für meine Tochter in der Schule. Ich habe einen tollen Kindergarten für meinen Sohn. Wir sind doch wirklich so reich gesegnet. Also das sind ja alles nur Luxusproblemchen, die da sind. Aber das wollte ich dir gerne mitteilen, dass du dich vielleicht auch, vielleicht steckst du ja auch manchmal in diesem Schlamm drinne, wie ich da, wie gesagt, vor 2 Tagen auf der Autofahrt oder vor 3 Tagen drin steckte. Jetzt hier in Brandenburg ist es ja relativ frei und offen, wie man sich bewegen kann, was man machen kann. In Bayern bin ich gleich 2-mal angeranzt worden. Wir haben ja dort übernachtet, weil relativ viel Stau war, dass ich meine Maske doch bitte so und so aufzusetzen habe. Und hier, wie gesagt, sind wir relativ frei. Außerdem muss ich auch das Haus nicht groß verlassen. Ich bin ja nur zum Hausräumen hier. Ich werde dir natürlich noch ein paar Videos machen aus der schönen Gegend hier, wo ich viele Jahre gewohnt habe. Wir haben hier so viele Seen. Wir haben hier diesen neuen Ostsee. Möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten. Aber das war mir jetzt erstmal wichtig, das mitzuteilen. Vor allem, wie ich dort immer rauskomme. Vielleicht nimmst du dir 1-2 Tipps mit, wie auch du aus diesem Schlamm rauskommen kannst. Dann, ich freue mich über dein Feedback und bis dahin.